in der Zeit, wie das kommt zu dem richtigen Matchschädel, zur Seite gegen das 15-16, ist das das wichtigste Spiel, das jetzt in der Karriere hier, wie man zur Seite von der dritte Zeit wird. Ich glaube, wir sollten es jetzt nicht überbewerten. Alle Spiele waren wichtig. Also wir waren, als wir angefangen haben, waren wir letzter, wenn wir das erste Spiel verloren hätten. Dann hätten wir schon Rückstand gehabt auf den 9. Platz. Also jedes Spiel war wichtig, der Anfang war wichtig. Aber natürlich ist es eine große Sache, wenn man beim FC Sion arbeiten darf, wenn man kurz oder wenn man im Halbfinale steht. Und deshalb freue ich mich riesig drauf. Aber jetzt geht es darum, dass wir uns hundertprozentig konzentrieren und nicht so sehr schon vom Finale. Gibt es eine spezielle Vorbereitung bezüglich deiner Halbfinale? Ja, wir gehen ins Hotel nach Montreux. Also wir wollen uns als Mannschaft dieses Vereins auf dieses Spiel vorbereiten. Und deshalb fahren wir gleich morgen nach dem gemeinsamen Frühstück dahin, trainieren auch dort und fahren dann wieder zurück ins Wallis am Mittwochabend, um dann pünktlich da zu sein mit unseren Zuschauern, um dann alles zu geben für unseren Club, um uns zu qualifizieren. Ganz klar. Wie wichtig ist es uns speziell für die Vereinigung? Ja, wir sollen es jetzt nicht überbewerten. Es geht um die erste Aktion, dass man da ist. Also wir sollten uns in keinster Weise von gar nichts ablenken lassen. Das ist auch eine Qualität. Und diese Qualität haben wir an den Tag zu legen und das werden wir versuchen zu machen. Ist die Höhepunkt, die grüne Höhepunkt, glaube ich, wichtig für den Matchschiff? Es war wichtig für die Meisterschaft, weil wir haben jetzt 42 Punkte. Da sind wir schon ein bisschen vor Luzern. Also wir sind sogar, glaube ich, 11 Punkte vor Platz 5. Das ist schon eine als Zwischenbilanz, rein tabellarisch gesehen, sehr gut. Ja, das darf man nicht vergessen, das ist wirklich sehr gut. Wir sind auf Platz 3. Deshalb tut uns das für die Liga gut und war eigentlich schon wichtig, dass wir wieder mal gewonnen haben, nachdem wir doch ein paar Spiele jetzt nicht gewonnen haben. Und vor dem Pokalspiel wieder zu fühlen, dass es schöner ist, wenn man gewinnt, das ist schon wichtig. Ist ja das Wort nicht der Schnitz viel machen, aber technisch ein bisschen ans Finale oder ist das komplett verrückter? Nein, wir werden in der Woche irgendwann mal, denken wir schon ans Finale, aber in der direkten Vorbereitung hundertprozentig nicht. Das haben wir vor dem Turnspiel auch nicht gemacht, dass wir in Luzern gedacht haben, das lernt man als Profi schnell, dass man nur von Spiel zu Spiel denkt, auch wenn es sich banal anhört, aber das muss man schnell lernen und ich denke, das können wir gemeinsam, von daher spielt Finale noch keine Rolle, aber wir kennen schon den Termin. Ja.